Höfliches Lächeln, aber die Anspannung zwischen Hillary Clinton und Donald Trump ist deutlich spürbar. Vor ihrer zweiten TV-Debatte gaben sich die beiden Präsidentschaftskandidaten nicht einmal die Hand. Im Fokus zunächst der Skandal um ein Video, in dem Trump mit sexuellen Übergriffen auf Frauen geprahlt hatte. Trump verteidigte sich und ging dann direkt zum Gegenangriff über. Was Bill Clinton getan hat, war viel schlimmer. Bei mir waren es nur Worte, bei ihm Taten. Es gibt in der politischen Geschichte unseres Landes niemanden, der Frauen so missbraucht hat wie Clinton. Für Hillary Clinton sind Trumps Ausfälle nur ein weiterer Beweis für dessen Inkompetenz. Ich habe im Juni schon gesagt, er hat nicht die Fähigkeiten, um Präsident und Oberbefehlshaber zu werden. Und viele seiner Parteifreunde haben dasselbe gesagt. Die beiden Kontrahenten schenkten sich nichts bei diesem Schlagabtausch und auch Trump punktete. Wir können froh sein, dass nicht jemand mit dem Temperament von Donald Trump die Gesetze in unserem Land bestimmt, weil sie dann im Gefängnis wären. Weitere Themen waren die Einwanderung. Trump blieb bei seinem Vorhaben, den Zuzug von Muslimen zu beschränken. Und die Beziehungen zu Russland, vor allem im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat. Clinton zeigte sich besorgt über Versuche Russlands, den US-Wahlkampf zu beeinflussen. Trump hingegen will eng mit Russland zusammenarbeiten. Eine harte Debatte, aber am Ende gab es dann doch noch einen Handschlag.